Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spieletest, zu Inconel Test. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und los geht's! Ach nee, nicht Spiel laden, neues Spiel. Auf normal. Da werde ich es wahrscheinlich schaffen. Ansonsten schaffe ich es ja immer nicht. Haha. Wo ist das? Unterirdische Lebensform. Das sieht irgendwie nach einer Schatzkammer aus. Die mit Strom geschützt ist. Die muss ich haben. Gut, schickes Haus, was wir da haben. Na dann wollen wir loslegen. Boden wackelt. Klingt so ein bisschen wie bei Mario, ist fetzig. So, gehen wir mal raus. Kann man hier irgendwie dagegen springen, wieder abspringen? Irgendwie nicht. Während der Inspektion könnte die Straße gesperrt sein. Zu keiner Zeit sollte ein Bürger versuchen, die Straße mit Hilfe eines illegalen Werkzeugs zu öffnen. Hat nicht funktioniert. Schade. Pistolen sind ja eigentlich nicht illegal, soweit ich weiß. Was hier? Springen und festhalten. Okay. Oh ja, gute Feuerkraft. So, was ist hier rechts? Ah, nichts. Okay, wird mal runterfallen, bestimmt sterben. So. Ach, durchschießen können wir. Aber durch kommen wir nicht, okay. Und erledigt. Weiter zum nächsten. Klar, schießt nur einmal nach oben. Oder sie. Aber eine Schatzkiste. Schön. Improvium. Damit können wir uns hoffentlich irgendwann dann Waffen bauen. Komm, stirb. Jawohl. Kleiner Schleimhaufen. Okay, hier steht das, was ich selber schon rausgefunden habe. Ne, da kommen wir nicht rein. Schlüssel kann ich aufheben. Hä? Warum geht das nicht? Jetzt kam mir gerade was. Ah, ich muss draufstehen. Und ach so, die Kiste sollen wir vielleicht öffnen. Nochmal ein Provium. Und zack, kaputt gemacht. Oh, da kann man durchkrabbeln. Und da gibt es noch eine Schatzkiste. Metallium. Schön. So, was hier drüben? Was macht dieser Lärm? Jawohl, Techno. Beat. Ah, du kriegst mich nicht. Ah, Hilfe. Falsche Seite. Da hätte ich mich fast wieder selber umgebracht. Jawohl, erwischt. So, jawohl, stirb. Kriegst mich nicht. Ne. Bis jetzt wacker geschlagen, aber ich glaube, das ändert sich noch. Irgendwie ganz schön langweilig, dass er immer dasselbe macht. Und ich finde auch Bossfights an sich in vielen Spielen da mir persönlich zu lange.
wird dann irgendwann langweilig, wenn man immer dasselbe macht. Wow! Ui, und noch mal drüber. Oh, erledigt. Puh. Bin schon auch gut durchgekommen. Oh, jetzt hätte es mich erschlagen. Aber irgendwie nicht. Alles explodiert. Okay. Oh, da unten kam gerade was. Mit so, dann schauen wir weiter, wie es hier weitergeht. Dum, 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 dum. Jawohl. Nee, abspringen von der Wand geht irgendwie nicht. Erledigt. Was hier? Ich kann mich ducken und krabbeln. Ja, das habe ich doch vorhin schon rausgefunden. Ach, und schießen kann ich auch. Das ist ja praktisch. Erledigt. Na, erstmal will ich hier. Nee. Ach nee, die konnte ich nicht kaputt machen. Okay. Schade. Ich hätte gerne die Schatzkiste genommen. Naja, nee, hab ich da angefangen, oder? Fortschritt speichern. Dann speichern wir auf der ersten. Fortschritt gespeichert. Jawohl. Oh. Was ist das hier für ein Laster? Oh, juhu, sie ist da. Schwarz. Ich bin Agentin Schwarz. Und das ist mein Partner, Agent Weiß. Mal sehen, hier ist es. Schwarz. Bürgerachte. Robin. 17. Wohnt allein. Kein zugewiesener Beruf. Tochter von Ploro, Mechaniker von für den One Kenson, der vor 2 Monaten verstarb und seine Tochter ohne Obhut zurückließ. Nun, das ist die Hintergrundgeschichte. Ganz am Rande, Zeit, einen Job zu bekommen, richtig? Gerüchten zirkulieren durch die Ströme der Luft. Sie deuten darauf hin, dass die Tochter des Mechanikers den Schraubenschlüssel an sich nehmen würde. Könnte er wahr sein, diese schreckliche Anschuldigung? Lügerin! Wir haben Dinge gehört. Au, mein Kopf! Naja, wie auch immer. Berichte über Polaris. Tod besagt, dass es durch irgendwelche unglücklichen Verwicklungen von Drähten getötet wurde. Nun, ein Posten kann ersetzt werden. Die Frage ist, welche Dinge könnte er an seinen kleinen Flachskopf weitergegeben haben? Was würden sie mit ihnen anstellen? Vielleicht bist du herumgerannt, hast die mechanischen Probleme der netten Menschen im Dorf gelöst, wie ein kleiner Heldin der Handarbeit. Es gibt bereits eine Menge an Büße in diesem Dorf. Würdest du nicht auch sagen, dass du ein Teil der Ursache bist? Lügnerin! Ich kenne solche wie dich. Egal, Schwarzarbeiten sind eine Sünde. Und deine illegale Mechanikerin ist am schlimmsten. Sünden müssen bestraft werden. Er, der Allmächtige, mag keine Geheimnisse. Und Elfenbeinkraftstoff sollte nicht von Unbefugten berührt werden. Ein Mechaniker würde Elfenbein berühren. Wenn wir alle unseren Beruf auswählen würden, würde nichts auf dieser Welt jemals fertig werden. Er verlangt nach Gleichgewicht, Robin.
Aber wir haben kein Werkzeug in diesem Haus gefunden. Und du scheinst nur dieses kleine Pseudo-Elektroschocker bei dir zu tragen. Ich war nicht in der Stimmung für eine Schatzsuche, aber Siedlung 17 hat in letzter Zeit viel weniger Reparaturen nötig. Jemand geht mir ziemlich auf die Nerven. Hurra! Oh oh. Weiß! Weiß, sei still! Das ist aber böse. Blödes Arschgesicht. Etwas Größeres ist dazwischen gekommen. Er wurde entdeckt. Gehen wir, Weiß. Wir müssen unseren kleinen Robin für einen Moment ihren eigenen Geräten überlassen. Hoffen wir, dass sie hier geduldig warten wird. Sie hat immer noch ein Date mit dem Schicksal. Arschloch. Den Weiß mag ich nicht. Oh, was ist denn das? Ein Geheimgang. Ah, Schraubenschlüssel. So, dann war's das für heute. Lass mir den Schlüssel einstellen, erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.